Tage hier vor dem Rennen viel Zeit verbracht, die weiteren Tests zu begleiten. Wir haben eine riesen Mannschaft hier, die für alle Fälle gewappnet ist. Der Test in Daytona ist leider nicht so positiv gelaufen, wie wir uns das gewünscht hätten. Die Teile, die eine Auffälligkeit gezeigt haben, die analysieren wir jetzt hier. Schauen, was können wir jetzt noch verbessern vor dem ersten Renneinsatz. The excitement is building, because this race is going to be really big, really, really big. I think it's going to be just high energy, and so that's, I'm excited for that. Daytona ist immer ein besonderes Rennen, das ist das erste Rennen im Jahr. Die Fahrzeughersteller fahren mit neuen Autos, wir haben unsere neue Technik drin und das ist deshalb auch immer sehr aufregend, man weiß nicht, was passiert. Deshalb sind diese Rennen besonders und da wollen wir natürlich wirklich glänzen. Boah, jetzt hau ich auf die K*** hier, wenn das alles kaputt geht. Nein, das klappt, ich bin da immer zuversichtlich, aber die Schwierigkeitsgrade sind hoch bei dem Projekt. Haben wir extra so gemacht, damit es spannend wird. Also es nimmt er auch nicht raus, ne? Wir haben gesehen, das System ist bereit fürs erste Rennen. Hat sich bewiesen schon bei den Tests hier. Alle Kunden haben versucht, ihre Bestzeiten auszutesten. Und so, dass wir auch uns einfach freuen auf die 24 Stunden, die jetzt anstehen, um einfach die Systeme parallel am Fahren zu sehen, über die Monitore eng zu verfolgen und dann eben alles überblicken, sodass das System einfach ja, einen erfolgreichen Start hier in Daytona hat im Rennen. This is my first time driving a hybrid car. Drivers are simple. We only know how to turn the wheel and push the pedals. And the whole hybrid unit, everybody at Bosch and the manufacturers and the constructors have all done a really good job to incorporate everybody together and make it to where it's seamless to drive, making it feel very natural, very at home to drive. People start to understand more and more how important it is to have an alternative source of energy. The new generation, they always talk about electricity. You know, we have electrification, but it's still, that is the old style. And now you can hear the engine roaring, which there is still the V8 screaming. And this brings smile to everyone's face. Perfect timing. Thank you everyone for gathering here. Life, relationships, career fulfillment are journeys. These journeys are a collection of our experiences and moments in time. Today we find ourselves in an APEC experience, a once in a career, a once in a lifetime moment. There's only one time that we get to be a part of something for the first time. What I want you all to realize beyond today is the true achievement of this journey has been through the perseverance in the challenges, the struggles, and the many long days, weeks, and months of hard work that has led us here. You see, what is more important is what we have become in the process of this journey. The commitment we have shown, the courage to face adversity, and the character that we've forged along the way. We have become a different kind of team. We walk today with a different type of spirit. The spirit and the passion to perform as a truly high-performing team. I'm extremely grateful for everyone's hard work and dedication to bring us at this level and to bring us here today together. But above all else, I'm extremely proud, extremely, extremely proud to be a part of this team. Thank you. Thank you.
halt, wie gesagt, immer sehr eng im Austausch. Ne? Also die Kette funktioniert schon mal gut. It's just like, now it's on. My heart's already racing. They disconnected on the MGU, so it could be the MGU itself and the HV1 cable, the short one. The cut tire thing. Exactly. Yeah. So we would disassemble then the HV1 cable, try to distinguish if the problem is then in the HV1 cable or in the MGU itself. And then, yeah, that's it basically all we can do here now. Knappe 8 Stunden sind jetzt gefahren. Wir hatten die ein oder anderen Probleme. Zwei Fahrzeuge sind so ein bisschen die Sorgenkinder im Moment. Und ja, hoffen wir, dass es bei den zwei Fahrzeugen bleibt.